So, dann lasst uns beginnen. Wir nehmen ihn hier. Wir nehmen dafür Yoshi. So. Ach, der kann... Warum kann der nicht so weit springen? Ich habe das bei dem anderen mehr geskillt. Okay. Okay, aber es könnte funktionieren tatsächlich. Es sind alle außer Reichweite. Okay. Ich habe auch keine Röhren. Ich muss ja hier alles komplett zu Fuß latschen. So, okay. Ich müsste hier wirklich gucken, dass ich in den Nahkampf komme. Versuchen mal mit Rabbit Mario in den Nahkampf zu kommen. Schade, dass ich das noch nicht einsetzen kann. So. 50%. Probieren's. Ja, immerhin. Sind schon mal 60 abgezogen. Da trägt ein Leibwächter ein. Okay. Zug beenden. Der schildert sich. Und 60. Yo. Okay. Die kommen aber, ich wollte gerade sagen, die dürften jetzt nicht mehr an mich dran kommen. 131 und nochmal 90. Da ist man noch. Nein! Das ist viel zu weit weg. Die Walküren irgendwie zuerst ausschalten. Ich weiß doch noch nicht wie, aber sie müssen weg. Hier will ich... Das könnte klappen. Ja, kommt nur der eine mit zu. Ja, komm, immerhin. ...231. Valkyrie da hinten, die macht mir so ein bisschen Sorge, ehrlich gesagt. Witz. Gut, aber man sieht's ja, ne? Nehmen wir die schon mal weg. Goldener Treffer. Ja, ob der zu golden war, weiß ich ja auch nicht. Kommt man also wirklich nicht durch. Dieses Mistschild. Oh nein! Ich wollte gerade sagen, die gehen noch... Ja, genau. Und jetzt stehen die genau hintereinander. Ihr könnt mich auch mal. Aber Yoshi schützt sich noch hinter dem Sprungfass. Aber das ist gut. Sofern jetzt nicht Rabbit Mario dabei drauf geht. Na, genau.
Können wir jetzt hier... Jawohl. So. Der wird sich jetzt quasi so ein bisschen... Moment, müssen wir anders machen. Erst muss ich hier alle buffen. Das wäre wesentlich klüger. Kann ich oder kann ich regulär? Moment, wenn wir jetzt mit Mario... Hier an die... Ich weiß es gerade nicht. Ich kann hier eh nichts machen. Okay, Moment. Ich opfer mein Rabbit jetzt. Oh nein! Er kann nicht! Ich hab's vergessen. Können wir das rück... Oh nein, können wir es rückgängig machen? Es ist ja mega mäßig kacke. Und so... Also würde ich zwei treffen, wenigstens. Na, dann probieren wir's. Vor allem, jetzt habe ich die noch nicht mal alle gegrätscht. Ich bin so ein Idiot. Ich bin so ein Idiot. Ich hätte sie grätschen können, dann wären zwei auf jeden Fall draufgegangen. Und das war richtig dumm. Das war richtig dämlich. Okay. Let's go. So, dann sind die schon mal weg. Komm. Sehr gut. Wir hätten einen Schritt weiter sein können. Einen Schritt hätten wir weiter sein können. Damit würde ich aber... Oh nee, warum hat denn... Hä? Achso, ja klar. Rabbit Mario hat jetzt dadurch wieder Energie tanken können. Lasse ich ihn jetzt dafür ein bisschen bluten oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Wen haben wir denn da noch? Den Großen und eine Valkyrie, richtig? Ne, da hinten ist ja auch noch einer. Moment. Wenn wir aber jetzt... Ach, er war schon dran. Ich kann nichts mehr machen. Ja, komm. Jetzt nur noch die Gegner. Und die zwei Valkyren. Okay. Das hat wehgetan. Okay. Er ist raus. Ihn erreiche ich nicht. Ich erreiche das nicht. So, Moment. Ah, doch. Geht doch auf. Sehr gut. Die Bubble ist weg. Stoß. Sehr schön, aber ich bin ein bisschen blöd, dass jetzt, weg mit dir. Oh, das war sogar sehr gut. Sehr schön. Ja, manchmal, manchmal hat man einfach ein bisschen mehr Glück als Verstand, tatsächlich. So, mal gucken, wo die Valkyrie sich jetzt hier rumtreibt.
Okay. Hätten sich das jetzt nichts gebracht? Dann probier's jetzt hier mit der Ente. Sehr gut. Aber vielleicht kann Mario jetzt ihn mit Tinte belegen. Sehr gut, dann kann er nicht schießen. Er kann nur laufen. Können wir jetzt wenigstens hier freie Sicht machen? Jawohl. Beweg dich jetzt nicht zu weit weg. Sonst muss ich hinterher noch mehr laufen. Yay! Mega schlecht, aber gewonnen. So. Haben wir hier noch irgendwo Münzen am Spielfeld? Da hinten. Das können wir noch nicht machen. Das sind jetzt alles so Sachen. Man kann halt hinterher die Galerie erweitern. Man sammelt ja überall diese Kunstwerke, die 3D-Modelle und Musikstücke. Also das kann man damit halt eben noch alles einsammeln. Ist fürs Spiel aber an sich von der Geschichte her nicht weiter relevant. So. Hier kommen wir nicht, gar nicht hoch, oder? Nein. Ach doch, hier. Sehr gut. Okay, cool. Wie kommt man denn da hoch? Ach, da hinten. Yay! Können wir gut gebrauchen. Aber ich werde Rabbit Mario austauschen müssen. Teamauswahl. Und zack. Jawohl. Waffenauswahl. Jetzt können wir bei Peach gucken, dass wir hier noch wieder ein bisschen... Ne, können wir eh noch nicht. Fertigkeitspunkte. Haben wir keine mehr. Erhöht den Wirkungsradius vom Heilen, aber ich habe nicht genügend Punkte dafür. Sehr gut. Yoshi hat auch nur 30 Punkte, da kriegen wir auch noch nichts mit geskillt hier. Okay. Eine neue Schlacht. Besiege 7 Gegner. Boah. Aber es sind erstmal nur 3. Warum sind es denn erstmal nur 3? Wo komme ich hin? Ah. So können wir sie hinterrücks angreifen. Macht ja dann Sinn, alle da hinten hin zu platzieren, richtig? Hier können wir mit der Ente werfen. Ja. Ich glaube, das könnte so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Wenn wir erst schießen,
Dann mit Yoshi Rabbit die wieder wegscheuchen und dann nochmal schießen. Also das müsste gehen. Nehmen wir erstmal hier so einen kleinen Panzer. Das sieht gut aus. 134. Okay, let's go. Ach, müssen wir gar nicht. Ja, sauber. Sehr gut. Okay. Da kommt schon einer nach. Nicht so schlimm. Was haben die denn jetzt hier? Kraftprotz. Immer noch zu 100%. Sehr schön. 100. Der eine bewegt sich ja dann eh nicht. Kann ich mit ihm dann weiter nach hinten springen und den anderen mit dem Schild angreifen. Sehr schön. Das wird gehen. Das geht sogar sehr gut. Ja, das war meine Hoffnung. Dass das kritisch trifft. Okay, nehmen wir mal lieber die Eierschale. Wir wissen nicht, was da hinten aus der Erde kommt. Ah, okay, sehr gut. Und noch ein. Echt jetzt? Warum kann er zweimal schlagen? Ah, wegen der Heldensicht. Klar. So, und jetzt wird's sehr spannend. Was kommt jetzt? Kann ich wieder zurück? Ich kann nicht zurück zur Röhre. Jetzt müsste ich wieder zurück auf die andere Seite tatsächlich. Vielleicht sollte ich uns aber erstmal heilen. Okay. Probier ich so.
hüpf rüber und schieß ihn dann in die Seite. Ja, könnte klappen. Könnte aber auch schief gehen. So. Erstmal weg. Sehr schön. Jo, wieso jetzt steht er genau bei mir? Oh mein Gott. Das wäre es jetzt gewesen. Okay, gegnerischer Zug kann beginnen. Das war ja jetzt sehr klar. Aber die hauen sich jetzt ja gegenseitig kaputt, ne? Muss ich grad sagen. Oh, shit. Okay. Nein! Oh. Ich hab mich verklickt. Das war mein Todesurteil. Das war definitiv mein Todesurteil. Oh Gott. Wie mache ich das denn jetzt bitte? Hab jetzt nur die Chance, das so irgendwie zu versuchen. Mir die Bubble jetzt reinzuhauen. Ich wollte die eigentlich beide komplett mit so einem Raserei-Kick ausnocken. Okay, den einen treffe ich ja eh. Vielleicht habe ich Glück. Wow. Ich habe wirklich Glück. So, Sekunde. Den müsste ich da weglocken. Probiere ich. Oh, das ist kritisch. Sehr gut. Boah, weitere drei Stück. Ich werd verrückt. Yes. Ah, warum lebt er denn noch? Hä, der wurde doch jetzt eben gerade angezeigt, dass er verschwunden ist, oder nicht? Oh Gott. Nein. Ja, genau. Nimm doch halt hier auch noch alle mit rein. Kein Problem. Ah, okay, das wird jetzt hier ein bisschen... Das wird jetzt ein bisschen hässlich. Tja, wie stelle ich das jetzt hier bitte an? Hau ich jetzt ab. Die können soweit alle nicht laufen. Ja, das mit dem Panzer hat jetzt nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe, weil den hätte ich gerne jetzt in die andere Gruppe reingeschickt.
Satz mit X, das war wohl nix. Das kann gut enden, kann aber auch schlecht enden. Hat mal überlegen, wie viele Gegner brauche ich denn noch? 3 Stück. So, der kommt ja nicht hinhergelaufen. Das wird also schon mal passen. Gehen jetzt komplett alle 3 auf den Panzer. Okay. Wow. Ja, ich glaube, ich würde mal die Kulisse tauschen. Ich verpiss mich dabei. Das wird mir hier ein bisschen zu brenzlig da oben. Das sind 40. Ja, gut. Also man könnte mit den Honigfässern halt noch mehr arbeiten. Aber nützt mich jetzt auch nicht so viel. Kann man die zumindest schon mal ein bisschen anschwächen. Ich glaube, der vordere könnte Mario erreichen. Bin mir aber auch nicht sicher. Ja. Ich kann jetzt hier gerade nicht mehr machen. Ja. Das war klar. Sehr gut. So. Ich glaube, es ist tatsächlich einfacher, den Dicken da zu attackieren. Weil er halt nicht anfängt zu laufen, wenn man ihn angreift. Er steht mit dem Schild. Jawohl, er steht mit dem Schild nach vorne. Nein, nicht drehen! Warum drehst du dich jetzt, du Penner? So. Mann! Wir haben jetzt eine halbe Stunde hier an diesem Kampf hier verbraucht. Gut, dass nicht jede Schlacht so heftig ist. Man muss aber halt auch viel überlegen. Es kann nicht schneller gehen. Das geht gar nicht. Oh Gott, war schlecht. 900 Münzen, immerhin. Eieieiei. Das war echt mit. Vor kurzem hatten wir auch schon mal so eine miese Runde. Aber das war echt auch eine der miesesten Runden. Oh. Was ist denn hier noch? Kann man irgendwas machen? Oh, Kapitel 8. Oh. So, und? Wo denn überall? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, schnell die Kiste noch einsammeln.
einmal hier rum um den Zaun. Und los geht's. Was kriegen wir denn Schönes? Brünnhilde, lass für deine Gegner den letzten Vorhang fallen mit einer explosiven Arie aus dem Mund dieser aggressiven Altstimme. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, beginnen wir Kapitel 8 in einer neuen Folge Mario Rabbids Kingdom Battle hier wieder auf meinem Kanal. Wie gewohnt natürlich gleich morgen und bin gespannt, was Kapitel 8 so mit sich bringt.